Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Ich will euch heute einmal ein bisschen was erklären, wie Professionals oder wie Trader handeln, die erfolgreich sind, warum sie was machen, welche Software sie benutzen, was man so alles braucht oder was man benutzt, um ein Edge im Markt zu haben, also einen Vorteil. Ich hab jetzt gerade eine Limit Order liegen, weil ich leider nicht ausgeführt wurde. Ist der Markt ohne mich abgehauen? Jetzt warte ich, dass auch nochmal wieder ein Tick zurückkommt, weil ich gerne in diesen Bereich hier ausgeführt werden möchte. Sollte der Markt jetzt abrauschen, habe ich Pech gehabt. Wir sehen mein Entry war, also meine Order. Als ich sie reingelegt habe, der Preisbereich wird schon mal abgehandelt. Ich bin aktuell auf Position 66, also 66 Limit Orders, wenn sie alle ausgeführt werden, liegen aktuell noch vor mir. Als ich meine Order hingelegt hatte, waren zu dem Zeitpunkt so, glaube ich, knapp 500. Davon wurden ja gerade mal 130 ausgeführt. Also dann sieht man, ne, was weggezogen wurde, was dann wirklich nur ausgeführt wurde, einfach, dass man das mal so sieht. So, kommen wir zum Ganzen, was ich erklären will. Ich pausiere einmal kurz ein bisschen was. Oh, bei mir ist halber Weltuntergang. Ich hoffe, ihr hört das nicht so krass auf dem Mikro. Also, softwaremäßig, wisst ihr, ich benutze Ninja Trader. Dann haben wir ein Time and Sales hier, das ist von Jigsaw. Das ist der Ninja Trader. Das Orderbuch ist vom Ninja Trade, ist von Jigsaw, Entschuldigung. Also die beiden Sachen sind von Jigsaw. Footprint ist vom MZ-Pack. Also habe ich den Ninja Trader plus zwei unabhängige Add-ons voneinander. MZ-Pack für den Footprint und Jigsaw fürs Orderbuch und fürs Time and Sales. Da mal so eine kleine Zusammenfassung, wie, warum ich was wie benutze. Also und noch, Entschuldigung, ich habe auch noch ein Volume Profile gerade an. Das ist vom Ninja Trader selber. Genau, also Kernelemente haben wir besprochen. Jetzt geht es darum, warum, was, wie benutzen, wofür. Ich habe hier mein Time and Sales rechts. Ich habe das gerade einmal aus Versehen resettet, leider, weil ich mein PC neu starten muss. Das war ein bisschen ärgerlich. Sonst wäre das jetzt immer hier durchgängig voll. Aber worum geht es? Ich habe einen Filter eingestellt, dass nur Kontrakte ab einer Size von 100 überhaupt angezeigt werden. Bedeutet, diese ganzen kleinen Mini-Ausführungen lasse ich mir hier gar nicht anzeigen. Erst ab 100 Kontrakten, die gehandelt werden auf einmal, also blockwise, lasse ich mir hier anzeigen und ich lasse es mir auch akustisch wiedergeben. Wenn wir jetzt einmal hier auf die Settings gehen. Seht ihr einmal kurz, ich lasse nur, also sind wir gerade ausgeführt, können wir gleich besprechen. Ich lasse mir nur Price Volume anzeigen, Last 4 Digits. Ne, also ich lasse mir gar nicht den Rest davor anzeigen, noch die 44, also die 4400, sondern nur das ein bisschen cleaner, weil interessiert keinen, mich interessiert nur das Level da, wo ich reingehe. Dann gehen wir einmal auf Alerts, ne, dann lassen wir Block Trade anzeigen und das Ganze immer always on top. Ja, dass wenn ich klicke, dass immer always on top bleibt, dass immer always on top bleibt, dass der Chart im Hintergrund bleibt. Das ist noch wichtig. Ansonsten war es das eigentlich schon. Viel mehr habe ich hier gar nicht eingestellt. Seht ihr einmal die ganzen Settings. Size Filter 100. Also ab 100 Kontrakte Block Buy zeigt er mir das Ganze an. Jetzt sehen wir sind auch gerade ausgeführt worden mit unserer Order. Oh, das ist ein bisschen zu viel. Oh, bei mir ist gerade mega laut. Ich hoffe, das hört man nicht so krass auf dem Video. Bei mir ist gerade richtig Weltuntergang. Ich muss einmal ganz kurz gucken, dass nirgendwo reinregnet. So, bin ich wieder da. Sorry, wir haben gerade Monsunregen hier. Das ist ja mega nervig. Also, kommen wir jetzt nochmal kurz auf Settings zu sprechen. 100er Block Trades lasse ich mir anzeigen. Dann habe ich hier links. Normalerweise habe ich mein Footprint. Habe ich auf. Footprint sehe ich schon heute. Ich bin auch durch. Normalerweise habe ich mein. Orderbuch auf dem unteren Monitor meinen anderen Orderbüchern zusammen, der Übersicht halt halber, weil einfach mehrere Orderbücher nebeneinander macht das Ganze halt deutlich übersichtlicher, dass man sieht, welcher Markt sich gerade in welche Richtung bewegt. So kann ich sechs, sieben Märkte auf einmal beobachten, wie die sich gerade bewegen, wo sich Synergien entwickeln. Ist halt deutlich praktischer für mich, macht das Ganze für die Augen sehr viel angenehmer. So, dann wofür benutze ich das Orderbuch? Das Orderbuch benutze ich eigentlich nur, dass ich mein Footprint hier einmal gespiegelt sehe, mit wo gerade aktuell einfach nur wie viel Size gehandelt wird. Und ich sehe hier im Footprint, also im Footprint-Teil vom Orderbuch,
Was ich mir einfach nur anzeigen, ist gerade weiß aktualisiert, was gerade an Kontrakten gehandelt wird. Ich sehe jetzt nicht, ob das auf dem Bit oder Ask gehandelt wird. Das ist mir egal. Mir geht es einfach nur darum, dass ich hier kurz sehe, wie viele Kontrakte wurden gehandelt. Handeln wir in Richtung Bit, handeln wir in Richtung Ask. Ne, also um Dynamiken zu erkennen und um meine Orders so präzise wie möglich zu timen und dass ich sehe, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Take Profit rausgehe, wie viele Orders überhaupt vor mir liegen, wie lange es dauert, bis ich mit meiner Order wieder aus dem Markt rauskomme. Gerade wenn es dann in Sin-Spots geht, ne, sowas wie hier, und da liegen 200 Kontrakte davor. Das heißt, dann kann es schon ein bisschen kritisch werden, dass man da schnell rauskommt. Das heißt, dann packe ich meinen Stop zum Beispiel jetzt einfach ein weiter nach oben. Ich sehe, oh Gott, wird noch schlimmer, sind noch mehr Kontrakte. Gut, hier wurde auch ein bisschen mehr Size gehandelt, einmal. Ja, so kann man das Ganze dann so ein bisschen timen und gucken, ob das Ganze passt oder nicht. Jetzt sind wir gerade ausgeführt worden, haben 300 Kontrakte mitgenommen. Jetzt, wenn wir nochmal ein Stück hochlaufen, das hier oben nochmal hält, würde ich sogar nochmal einen Short suchen. Ein bisschen ärgerlich, dass der Markt jetzt so schnell zurückkommt, aber nicht schlimm, können wir weiter erklären. Also, ein Orderbuch Professionals benutzen dafür, um präzise in den Markt reinzukommen, weil ich hier präzise klicken kann, wenn der Markt sich bewegt. Ich kann hierüber sehr schnell meine Stops nachziehen. Da hat NinjaTrader ein paar coole Funktionen für. Gerade wenn ich mit gestaffelten Take Profits, mit gestaffelten Stops arbeite, ist das Ganze sehr, sehr praktisch. Um schnell nachzuziehen, falls es hier mal eskaliert, ist das okay. Für Notfall habe ich auch noch meine Buttons hier oben, mit denen ich was machen kann. Also das ist halb so wild. Dann gehen wir jetzt hier nochmal rein, packen unseren Stop schon mal wieder niedriger. So, jetzt muss ich das leider wieder hoch machen, weil das habe ich jetzt nicht auf Always on Top. Das ist ein bisschen nervig, aber egal. So, ne, wir sehen hier unsere Order. Wir sind bei hier unten. Was haben wir? Oh, ne, wir lassen lieber da. Ist nicht viel nachgekommen, ist nicht schlimm. Also, für einen präzisen Einstieg, fürs Trade Management ist es super und um kurzfristige Dynamiken hier zu erkennen, ob wir in Richtung Bid-Ask handeln, wie die Dynamik an Levels sind, ist hierfür da. Um Einstiege, relevante Punkte zu finden und zu sehen, wo potenzielle Widerstandsbereiche, Unterstützungsbereiche sind, wo der Markt interessante Levels anläuft. Dafür wird der Footprint Chart benutzt und das Volume Profile benutze ich nur für Alerts. Das ist rein nur dafür da, um zu gucken, wo sind interessante Bereiche, wann lohnt es sich, dass ich mal wieder mir den Chart anschaue, was gerade passiert. Dafür benutze ich das Volume Profile. Damit wird nicht getradet. Das wird einfach nur geguckt, wo kann ich mir einen Alert hinlegen, wo ist ein interessanter Bereich für mich. Das war's. Mehr will ich gar nicht machen. Jetzt habe ich durchs Quatschen hier nur einen Kontrakt reingehauen. Das ist natürlich. Naja. That's it. Auf jeden Fall, das ist das, was ich benutze, wie ich es benutze und warum. Orderbuch für einen präzisen Einstieg. Footprint zum Gucken, wo interessante Bereiche sind, wie der Markt da sich verhält, um dann letztendlich darüber die Trade-Entscheidung zu treffen. Und das Volume Profile einfach, um Key Level rauszusuchen, die ich mir markiere, wenn der Markt diese Key Level anläuft. Wenn der Markt diese Key Level anläuft, dass wir quasi diese Key Level dann handeln. Mehr ist es eigentlich nicht. Dafür benutze ich die verschiedenen Sachen. That's it. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Ich lasse euch den Trade noch ein bisschen laufen.